So ein Handy ist eine anspruchsvolle Angelegenheit heutzutage mit technischen Raffinessen, dass man sich's kaum vorstellen kann. Ich habe kürzlich meine Zenzabronica in den Laden zurückgebracht, wo ich sie gekauft habe, und die findet tatsächlich noch einen Käufer. Und aus aktuellem Anlass gibt es jetzt von mir auch ein paar biografische Sachen. Ich habe mein erstes Posting bezahlter Art gemacht, mich durchgekämpft, dass ich eine Hervorhebung machen kann auf Instagram. Und hier geht es mir darum, dass ich ja nicht in einen persönlichen Konflikt mit dem angesprochenen Herrn Richard David Brecht eintreten werde. Es gibt einfach eine Unterbrechung des vorherigen Themas aus aktuellem Anlass. Besten Dank. Es ist ja auch schon verschiedentlich verlangt worden, dass ich mehr biografisches, persönliches Material auflege. Ich habe mich da sehr zurückgehalten, weil ich selber habe dieses Bedürfnis gar nicht bei anderen. Nur wenn es im Zusammenhang mit einer Sache steht, die man diskutieren oder verstehen möchte. Aber einfach so generell Biografie, dieses Bedürfnis habe ich nie verstanden. Vielleicht erklärt es mir dann mal jemand. Hier aber ein paar biografische Daten, insbesondere eben auch, weil ich ja nicht sicher nicht jetzt auf die Person von Herrn Richard David Brecht jetzt da losgehen würde, auf persönliche Sachen, nur insofern als es eben die Sachen, die diskutierten Sachen betrifft.